Bangarang, Brudis und Schwestis, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt's wieder ein Let's Play und zwar spielen wir Borderlands 3 und wir schnacken gar nicht großartig rum und gehen direkt rein. Bis gleich. Bangarang, 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 Brudis und Schwestis, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willst du eine Geschichte hören? Eine Geschichte von Abenteuern im All. Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt hier auf dem abgelegenen Planeten Pandora. Für viele nur eine Wüste voller Gier und Gewalt. Und das stimmt. Aber du gewinnst, wenn du es bringst. Pandora ist voller Möglichkeiten. Kammerjäger, sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Mein Vater erzählte mir Geschichten von Kammerjägern, als ich noch klein Markus war. Jetzt erzähle ich dir eine. Aber was genau verbirgt sich in den Kammern? Ruhm, Reichtum, Macht oder so Schwachsinn wie Mitleid oder Familie. Wer weiß, nutze deine Fantasie. Was immer es ist, ein Kammerjäger muss entschlossen sein, dem missgünstigen Schicksal den Sieg abzuringen. Meine Geschichte handelt von einer speziellen Truppe von Kammerjägern am Anfang ihrer Reise. Sie sind tapfer und hungrig. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte, weil du mich an sie erinnerst. Nur ein wenig. Bilde dir nichts drauf ein. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Rufe einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Lilith rekrutiert ein Team, um eine Karte zu finden. Eine Karte zu Kammern in der ganzen Galaxis. Aber sie ist nicht die Einzige. Böse Mächte haben die Borderlands ergriffen. Eine Gefahr, wie sie die Galaxis nie zuvor gesehen hat. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit unseren neuen Kammerjägern, ihrer Sirenenanführerin und vor allem mit mir. Geht ja schon gut los. Ain't no too strong, ain't no too dangerous.
Was für ein schöner Tag und voller Möglichkeiten. Oh, wer kommt denn da? Eine Sirenenkriegerin von eine Sirenenkriegerin von Partali. Wie in Spielen, ja. Und mächtig. Das wird cool. Eine Sirenenkriegerin von Partali. Ein Bestien, ein Zett mit seinen Tiergefährten und brennenden Skills von den Albträumen seiner Feinde. Hilfsmittel ein, um das Schlachtfeld durch Irreführung, Raummanipulation und eine mürrische Veranlagung zu kontrollieren. Ihren Ironbear-Kampfanzug, um sich selbst zu schützen, während sie eine Salve tot auf ihre Feinde abfeuert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich denke. Sirenenkriegerin von Partali. Wild und mächtig. Das wird cool. Wir checken mal aus. Neuer Kammerjäger, was? Ich bin Marcus. Hast dir die richtige Zeit ausgesucht, um bei den Crimson Raiders mitzumachen? Du hast den Angriff überlebt. Ich bin Lilith, Commander der Crimson Raiders. Diese Banditen gehören zum Kult, der nach der Kammerkarte sucht. Aber wir werden sie zuerst finden. Mein Scout wartet da drüben auf dich. Viel Glück. Diese Stimme, war das noch eine Sirene? Hier ist deine Haltestelle, Kammerjäger. Endlich. Ich brenne auf einen Kampf. Versuch am Leben zu bleiben. Ich verliere ungern Kunden. Und willkommen auf Pandora. Du musst der neue Rekrut sein. Ich bin Ziel vor PTP-Vielzweckroboter. Aber nenn mich einfach General Claptrap von den Crimson Raiders. Wie heißt du? Du weißt doch bestimmt, wer ich bin. Die Tigerin von Partali? Verbrechensbekämpferin? Friedenskämpferin? Ich heiße Amara. Danke. Ich bestell dir schon mal einen Grabstein. Nur für den Fall. Also, diese Penner, die dich umbringen wollten, sind die Kinder der Kammer. Ein Banditenkult, der seinen gruseligen Anführern mit blindem Eifer folgt. Dipstick. Das erinnert mich an... Wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Das Echo 3. Etwas effektiver als das Echo 2 und doppelt so teuer. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 ab und zu explodiert. Darum werden sie jetzt als Granaten verkauft. Herhören, Rekrut! Lilith hat befohlen, das Propagandazentrum der Kinder der Kammer einzunehmen. Zeigt diesen Kultspinnern zu zeigen, dass man sich nicht mit den Crimson Raiders ablegen sollte. Na dann mal los. Rekrut, auf zum Ruhm! Ich bin hier. Bevor wir unsere gerechte Rache ausüben, musst du dein Echo an diesem Schnelldeckel registrieren. Wenn wir den Kult besiegt haben, bin ich berühmt. Und während ich Autogramme schreibe, musst du streng... Geil, 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 was man hier alles anpassen kann. Okay. Okay, das ist für die Skills dann hier, ne? Das Talentbaum praktisch. Nutzungsbedingungen? Wie lang weit zum Propagandazentrum geht's hier lang? Ein verschlossenes Tor! Nein! Das darf nicht sein! Die ganze Mission ist ruiniert! Denk nach, Claptrap! Du bist tapfer und wunderschön! Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst! Das ist es! Rekrut, öffne das Tor! Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten! Ich
Wegpunkt. Das Diamantsymbol auf der Minikarte oder in der Welt, wenn du nahe genug bist, ist dein Wegpunkt. Der Wegpunkt zeigt dir die Richtung, okay. Ich springe! Das Propagandazentrum ist da vorne! Diese Kultisten haben wahllos Crimson Raiders umgebracht! Die sind voll Skeck-Scheiße! Aber ich habe einen sicheren Plan, wie wir ihnen in ihre Kultangriffe treten. Ich habe in der Nähe ein Waffendepot versteckt. Sei leise und folge mir! Wir müssen unauffällig bleiben! Okay. Schleichzeit! Schleichzeit! Shit. So viel zum Thema unauffällig bleiben. Bleib locker! Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert. Jetzt nimm deine Waffe, Rekrut. Sie brauchen. Diese Waffen, so wie ich, haben nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und heilige Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Okay. Probier's aus. Zip-Raketen. Mir nach, Rekrut. Und Pistole. Alles klar. Warte hier. Ich überrede sie, mich reinzulassen. Werde ihr König und dann ermordest du sie kaltblütig. Sieh zu und lerne, Rekrut. Hallo? Ist da jemand? Achtung. Hier spricht sie, heiliger Influencer der Kinder der Kammer. Was willst du, Schrottmann? Hallo, blutrünstiger Irrer! Ich bin es, Bloodthrust, der Schlechter des Zerstörers, Supergeneral der Crimson Raiders! Ihr seid umzingelt! Öffnet jetzt die Tore, dann lass ich vielleicht Gnade walten! Ah, ja, lass mich drüber nachdenken. Die nennen sich vielleicht Kinder der Kammer, aber es sind trotzdem Banditen. Und Banditen sind dumm wie Brot. Okay, wir geben uns! Bitte töte uns nicht, Schrottmann! Das hatte ich mir schon gedacht. Öffnet sofort die Tür für euren neuen König. Kein Stress. Ich komm ja schon. Warte einfach genau da. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ein weiterer Sieg für die Crimson Raiders. Hey! Oh, weh. Irgendwas ist komisch. Was ist das? Oh shit!
Bescheid. Ich weiß, Claptrap ist manchmal ein wenig claptrappig. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. Okay. Jetzt sind wir da. Alles klar. Ich komme, Kumpel! Okay, hier kann man nicht rein. Ah, hier ist noch Zeug. Zeug, Leute, wir brauchen noch Zeug! Kann man hier rein? Nee. Gucken, ob hier noch Kisten oder so rumliegen. Oh fuck. Achso. Gibt es sonst hier keine Kisten mehr oder so? Na gut, okay, dann gehen wir mal weiter. So, hier ist irgendwo eine besondere rote Kiste, ne? Geld. So. Dann geht's mal weiter. Ich rette dich, Brudi. Halt aus. Oh nein. Scheiße. Oh shit. Ich liebe es, Ketzer zu zerhacken. Komm her, Kumpi. Nice, Diggy. Nice. Wow.
So, Action-Skills freigeschaltet. Glückwunsch, du bist ein Level aufgestiegen. Durch den Levelaufstieg wird deine Gesundheit dauerhaft gesteigert und deine Gesundheit und Schilde werden sofort aufgefüllt. Aber vor allem wurden nun deine Action-Skills freigeschaltet. Du kannst aus 3 Action-Skills wählen. Sieh sie dir im Skills-Bildschirm an und rüste sie aus, indem du Tab drückst. Alles klar. Dann gehen wir hier erstmal raus. K.O. in der ersten Runde. Und ich dachte, Pandora wäre eine Herausforderung. Okay, wir behalten auf jeden Fall diese ein Waffe hier. Für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Aber ich das ist eine unterwegs. Pumpgun, ne? So. Ja, nice. Dann haben wir praktisch jetzt die hier. Und die haben wir, ne? Ja, haben wir alles richtig gemacht. Okay. So, Tab. Und jetzt gucken wir uns mal diese Action-Fähigkeiten an. Action-Skills. Nice, Diggi. Mehrere Action-Skills zur Auswahl. Mara kann mit Hilfe ihrer Action-Skills Feinde festsetzen, aus der Ferne kämpfen oder mit tödlichen Sireneneffizienz ziemlich persönlich werden. Rüste einen Action-Skill aus, um Amaras Sirenenkräfte im Kampf zu aktivieren. Weiter. Skills lassen sich in verschiedenen Skillbäumen gliedern, die unterschiedliche Spielweisen repräsentieren. Skillbäume enthalten Action-Skills, Erweiterungen und Passiv-Skills. Drück oder halt, um zwischen den verschiedenen Skillbäumen zu wechseln. Okay. Okay, pass auf. Wir gucken uns erstmal den hier an. Phasenprojektion. Amara schickt eine Astralprojektion von sich voraus, die bei allen im Pfad Schaden verursacht. Okay, nehmen wir mal den nächsten. Sein Amara lässt eine gigantische Faust aus dem Boden hervorbrechen, die den anvisierten Feind für ein paar Sekunden an Ort und Stelle festhält. Manche Feinde sind immun gegen das Umklammern und erleiden stattdessen sofort Schaden. Okay. Mama springt in die Luft und schmettert auf den Boden, wobei sie Schaden bei allen Feinden in der Nähe verursacht und sie nach oben wirft. Oh, das hört sich nach Action an, Brudi, ne? Mama schickt eine Astralprojektion. Also ich schwanke zwischen dem hier und dem hier. Ich denke, ich hole erstmal das Schmettern. Ja. Okay. Alles klar. Ich hol mich runter! Die Steuerung ist im ersten Stock! So, dann gucken wir jetzt mal kurz. Optionen. Mal gucken, was macht Social. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch noch so eingestellt ist. Jawohl. Zurück. Gut.
Dann wollte ich jetzt mal noch schnell Steuerung sehen. So. Ich sag's ungern, Fahrzeuggeschwindigkeit, okay. Natur. Action Skill ist F. Alles klar. Gut. Rudi! Sehr cool. Ja, direkt. Ich will noch ein bisschen looten. Okay, das war's, ne? Okay, Gesundheit haben wir voll. Alles klar. Wir haben es geschafft. Oh shit, Junge. Okay. Wer ist denn das? Ist das Lilith? Das ist Lilith. Commander of the Crime Scene. Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmord wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Okay. Okay, das sind die Missionen. Alles klar. Inventar, alles klar. Im Inventar kannst du die fette Beute anschauen, die du in der ganzen Welt gesammelt hast. In diesem Menü kannst du Objekte vergleichen und ausrüsten, die du gefunden hast, zum Beispiel Waffen, Charaktermods und mehr. Du kannst Objekte auch untersuchen, um mehr über ihre Werte und Hersteller zu erfahren oder Skins auf Waffen anzuwenden. Nice. Die Rucksacktaste öffnet deinen Rucksack und zeigt dir alle deine nicht ausgerüsteten Objekte sowie Objekte, die verbraucht werden können, wie zum Beispiel Köpfe und Skins. Okay. Momentan ausgerüstete Objekte können einzeln ausgewählt werden. So kannst du deine Waffen, Schildmods und mehr wechseln. Sobald du einen Slot auswählst, werden relevante Objekte in deinem Rucksack markiert, je nachdem, ob sie ausgerüstet werden können oder nicht. Okay. Du kannst die Inhalte deines Rucksacks mit Hilfe der Filter oder oben sortieren. Wenn du ein ausgerüstetes Objekt wählst, werden die Objekte herausgefiltert, die für diesen Ausrüstungslot nicht relevant sind. Okay.
Das Munitionsfeld zeigt die aktuelle und Gesamtmengen an Munition für jeden Waffentyp an, den du besitzt. Achte darauf, wenn du dir an einem Automaten Nachschub besorgen solltest. Okay. So. Okay, was ist das hier? Verzögerung, okay. Ah, das ist leer. Dann kann ich das praktisch hier reinsetzen, oder? Nee? Ah, so geht das. Gut, okay. Alles klar. Okay, okay, okay. Ein White Peacekeeper. Ich denke, ich tausche die mal mit der da. Okay. Ich suche immer nach neuen Wegen, meine Feinde zu zerlegen. Alles klar. Hey, hörst du auf dieses blutrünstige Geschrei? Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Oh, alles klar. Gut gekämpft, Killer. Okay. Okay, das ist die Munition von den Waffen. Davon haben wir dann genug, ne? Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Kann los, sein. Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Ah, die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer. Und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt. Und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Verschlossen. Aber eine Sirene hält das nicht auf. Thank you.
Ich weiß, dass du alles schaffst, ganz gleich, was wir dir aufbürden, du Badass. Perfekt. Was haben wir denn hier? Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammerkarte geborgen. Schicke unsere Anhänger, um die Sonnenklopper in unsere heilige Familie einzuladen. Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden hungrig! Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Ich öffne das Tor. Komm schon, hier lang. So Leute, wir machen an der Stelle erstmal den Cut und dann würde ich sagen, geht's morgen wieder weiter in aller Frische. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Mir gefällt das Game sehr, sehr gut und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen und ansonsten würde ich sagen, bis morgen, haut rein und haltet euch munter. Ciao.